Die Erneuerung umfasst den Neubau eines Gebäudes, neues Gebäudes sowie die sämtliche Anlage teilen 132, 50 und 16 Kilovolt, neue Transformatoren und der Rückbau von der alten Anlage. Die Unterstützung Basco ist für uns im Stromnetz der Zugang zum europäischen Stromnetz. Und mit dem Zugang können wir die Netzregion Jura versorgen, aber auch unsere tausenden Kilometer von Stromleitungen. Wir haben insgesamt 25 Millionen Schweizer Franken investiert. Mit dieser Investition konnten wir ein extrem komplexes Projekt bewältigen. Vor allem eine Unterstützung, die besonders groß sind. Alle Netzebenen, die es in der Schweiz gibt, laufen auch dort zusammen. Und allein daraus ergibt sich eine sehr enorme Komplexität für das ganze Projekt. Und auch die verbauten Anlagen sind dementsprechend groß. Eine von den größten Herausforderungen war die Beseitigung von alten Fundamenten sowie Arbeiten im Grundwasser. Wir mussten zuerst die Baustelle vorbereiten, dass der Grundwasser einfach aus dem Weg geräumt wird, dass wir bauen können. Der zweite, wir haben innerhalb der Anlage gebaut. Das heißt, innerhalb von elektrisch führenden Teilen mussten wir die Sicherheit immer gewährleisten. Personensicherheit musste sichergestellt werden und das haben wir geschafft. Für mich war es sehr emotional, als die Trafos geliefert wurden, montiert wurden, der Zeitpunkt, wo die eingeschaltet wurden. Das war für mich sehr bedeutend, was das für mich hieß, da kommt wirklich Strom drauf, wir können weiterfahren, so wie geplant beim Projekt.